Im heutigen Video möchte ich unbedingt mit dir über den 5-Punkte-Plan der Hochfinanz sprechen, welchen ich bereits 2015 nach einjähriger Recherche zusammengetragen habe. Hierbei zeigen über 300 Jahre Kapitalmarktforschung ein klares Bild und bieten einen klaren Plan für all diejenigen, die wie die Superreichen von Generation zu Generation und durch jede Krise hindurch reicher und reicher wurden und es immer noch werden. Das alles bei allerhöchster Sicherheit für das jeweilige Vermögen. Nicht zuletzt durch das billige Geld der Notenbanken und die sich daraus ergebenden Folgen für die einfachen Sparer und die Mittelschicht wurde der Prozess der Umverteilung hin zu den Reichen, zu den extrem Reichen vor allem auch beschleunigt. Wenn du dem Irrglauben unterliegst, dass der Unterschied zwischen denen, die es schaffen, richtig große Vermögen zu bilden, diese zu erhalten und weiter zu vergrößern, lediglich darin besteht, breit gestreute Portfolios, zum Beispiel bestehend aus Aktien, Rohstoffen, Immobilien, Edelmetalle und so weiter zu besitzen, dann schau dir dieses spannende Video unbedingt bis zum Ende an. Denn am Ende dieses Videos zeige ich dir den wichtigsten Punkt, welcher bei meiner täglichen Arbeit mit meinen Mandanten gerade jetzt einen immer größeren Part einnimmt. Viel Spaß bei diesem spannenden Video. Dein Marco Reus von soviel bezahlt.de, die Finanzexperten. Bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz auf das Feedback zu meinem letzten Video, Achtung, dein Geld hat ein Verfallsdatum, eingehen. Mich haben sehr viele Kommentare und E-Mails zu diesem sehr gewagten Thumbnail und Videotitel erreicht. Ich liebe es, kontrovers zu diskutieren, deshalb vielen Dank für jeden einzelnen Kommentar. Aus einer zweiseitigen Mail an mich von jemandem, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Weltwirtschaft und Weltfinanzsystem beschäftigt, möchte ich zum Einstieg Folgendes zitieren. Mit Ihrem schönen Bild des brüchigen Finanzstaudamms sind Sie schon sehr nahe dran zu beschreiben, was uns hier erwartet, Herr Reus. Die BITS, Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel, hat die weltweite Verschuldung auf nie wieder aufbringbare 280 Billionen US-Dollar beziffert. Dem steht ein lächerliches BIP der Welt, stark abnehmend, von 80 Billionen US-Dollar gegenüber. Inzwischen können die aufgelaufenen Schulden nur noch bilanziell 1:1 mit den aufgeblasenen Werten verrechnet werden. Die Folge Reset to Zero, alles auf Null zu stellen. In diesen zwei Sätzen ist hier fast alles gesagt. Es gibt sie nämlich tatsächlich, diese 75- bis 100-jährigen Schuldenzyklen, welche am Ende zu einem exponentiellen Wachstum der Schulden führt und somit spätestens alle 75 bis 100 Jahre alle im System geschaffenen Werte übersteigen. Das alles hat nichts mit Verschwörungen zu tun, sondern ist ganz einfache Mathematik. Nun aber zurück zum 5-Punkte-Plan der Hochfinanz oder der Reichen, der Eliten oder wie man auch immer diese Menschen bezeichnen möchte. Als erstes hört man von vielen ja immer den etwas schwammigen Begriff, du musst in Sachwerte investieren. Das heißt also, erstens, du sollst in Sachwerte investieren, zweitens, du sollst es so machen wie die Hochfinanz. Nur eine Sache unterscheidet die meisten Anleger von Natur aus von der Hochfinanz und das ist der Status. Wir können hier in einem kurzen Video natürlich nicht alles aufarbeiten, das würde den Rahmen sprengen. Deshalb konzentrieren wir uns auf das Wesentliche und auf die wesentlichen Unterschiede. Die Menschen in meiner Umgebung, die ich kenne und diejenigen, von denen man weiß, dass sie ein Millionenvermögen aufgebaut haben, sind fast alle ausnahmslos Unternehmer. So verhindert allein schon dein Status, wie du am Arbeitsleben teilnimmst, ob du es machen kannst wie die sogenannte Hochfinanz. Denn hier sei angemerkt, dass wir alle ein Leben in der Vergangenheit führen. Vereinfacht gesagt heißt das, dass du täglich handelst wie ein Angestellter, Arbeiter oder Beamter, weil du eben genau das bist und das ist auch gut so. Denn jeder Mensch hat seinen festen Platz in diesem Wirtschaftsspiel. Das wird später in diesem Video noch einmal wichtig werden. Weil die Menschen aus ihren Erfahrungen heraus handeln, können viele eben nicht handeln, wie ein Unternehmer es tut und dadurch auch nicht, wie es die Hochfinanz tut. Erstens, die Reichen arbeiten nämlich nicht für ihr Geld. Machen wir hierzu ein kleines Beispiel. Wie du sicher mitbekommen hast, baut Tesla in Brandenburg eine Fabrik. Wir wollen hier nicht über Sinn und Unsinn der Fabrik in einem wasserarmen Gebiet sprechen. Wir wollen uns anschauen, was da genau passiert. Tesla schafft 1000 neue Arbeitsplätze und erhält laut Medienberichten dafür einen zweistelligen Milliardenbetrag als Förderung. Wirtschaftsminister Altmaier sprach wiederum von einer bahnbrechenden Investition. Wenn man genau hinschaut, eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Vereinfacht gesagt lässt Elon Musk 1000 Leute in seinem Werk, dass er nicht einmal komplett selbst bezahlen muss für sich und seinen Erfolg arbeiten. Wenn du wissen möchtest, wie du in den Genuss kommen kannst, ebenso dein Geld für dich arbeiten zu lassen, dann buche jetzt gerne unser 15-minütiges Kennenlerngespräch. Zweitens, die Geschichte der Steuern und die Macht der Unternehmen.
Hier kommen zwei weitere wichtige Aspekte hinzu, die für dich ausscheiden, wie die Hochfinanz zu investieren, wenn du den Status als Arbeiter, Angestellter oder Beamter innehast. Nämlich der gigantische Hebel der Steuer. Schauen wir uns hierzu kurz die Steuereinnahmen des deutschen Staates an. Diese setzen sich zu ca. 85% aus Steuern der Arbeiter, der Angestellten und der Mittelschicht, aus deren Verdienst und Konsum zusammen. Lediglich ca. 15%, wenn überhaupt, zahlen die reichen Unternehmer. Tesla schafft somit 1000 neue Steuerzahler, während Tesla selbst die eigenen Gewinne kaum oder gar nicht versteuert. So haben die Unternehmen die Möglichkeit, Steuern in Vermögen umzuwandeln, während du als Arbeiter oder Angestellter Monat für Monat auf deinem Lohnzettel den Unterschied zwischen Brutto und Netto zu spüren bekommst. Wenn du wissen möchtest, wie du in den Genuss kommen kannst, die Abgeltungssteuer zu sparen, dann buche jetzt gerne unser 15-minütiges Kennenlerngespräch. Drittens, die finanzielle Bildung. Die Summe aus dem ersten Punkt und dem zweiten ergibt den dritten Punkt, die fehlende finanzielle Bildung. Aufgrund meiner 26-jährigen Erfahrung an den Kapitalmärkten und als Unternehmer kann ich dir nur zurufen, Erfolg hat nichts mit Intelligenz zu tun. Finanzielle Bildung wird nicht in der Schule oder an der Uni gelehrt. Jeder kann es schaffen. Finanzielle Bildung ist aber eine Hohlschuld. Man muss unbedingt in seine finanzielle Bildung investieren. Hierbei tut die Wahrheit vielleicht manchmal auch weh. Aber nur so kommt man weiter. Außerdem hat mir die eingangs erwähnte einjährige Recherche aus über 300 Jahren Kapitalmarkt die letzte Gewissheit darüber verschafft, was wirklich wichtig ist. Wenn du ein Vermögen aufbauen willst, ein Vermögen hast, welches du mit Sicherheit erhalten und vermehren willst, musst du unbedingt in deine finanzielle Bildung investieren. Die Hochfinanz arbeitet hier wiederum nach dem Prinzip des Masterminds, was so viel bedeutet wie Superhirn. Das bedeutet, dass diese Menschen in jedem Bereich Synergien nutzen. Sie verschleudern ihre Energie nicht einfach dafür, sich mit Dingen zu beschäftigen, welche sie selbst nicht können. Sie nutzen dann das Wissen eines Experten, zum Beispiel von Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Vermögensverwaltern. Kurzum, sie lagern Arbeiten mit hoher Kompetenz an Experten aus, um sich selbst ums Wesentliche kümmern zu können. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Vermögen aufbauen oder ein bereits vorhandenes sichern und vermehren kannst, dann stelle dir dein Mastermind zusammen. Dafür kann ich dir im Bereich der sicheren Kapitalanlage mein 15-minütiges Kennenlerngespräch anbieten. Viertens, Ziele definieren. Mit dem Punkt finanzielle Ziele definieren tun sich sehr viele Menschen sehr schwer, was ich aus meiner täglichen Arbeit weiß. Dieser Punkt gehört jedoch zu den wichtigsten, weil dieser nicht nur den Ausschlag für die jeweilige Zusammensetzung des Portfolios gibt und dadurch auf die ersten drei Punkte aufbaut, sondern weil dieser das Aufgeben der Ziele nach einem Rückschlag verhindert. Nach klaren Zielen zu handeln, fördert das Durchhaltevermögen und die Disziplin, was die Hochfinanz in Perfektion beherrscht. So ist es ohne finanzielle Bildung nicht möglich, klare finanzielle Ziele zu definieren. Genauso ist es nicht möglich, ohne unternehmerisches Denken einen lebenslang anhaltenden individuellen Finanzplan zu gestalten, der dann finanzielle Freiheit bis zum letzten Lebenstag bedeutet. Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Ziele für das Erreichen deiner finanziellen Freiheit sind, dann buche jetzt gerne unser 15-minütiges Kennenlerngespräch. Fünftens, tun. Die Hochfinanz weiß nicht nur, wie es geht, sondern sie tut es. Sie wendet das über Jahrhunderte alte Wissen einfach an, gibt es an die nächste Generation weiter und passt es einfach den Gegebenheiten der jeweiligen Zeit an. So lässt sich der Unterschied zwischen den Reichen und denen, die Zeit in Geld tauschen und es nie zu finanzieller Freiheit bringen oder noch schlimmer, jetzt durch die Weltschuldentilgung alles filieren, in einem Satz zusammenfassen. Wer mich schon länger verfolgt, weiß ganz genau, dass das natürlich überhaupt nicht despektierlich gemeint ist. Und das hatte ich eingangs damit gemeint, dass du überhaupt nicht wie die Hochfinanz investieren kannst, wenn du den 5-Punkte-Plan nicht kennst. Einfach nur in Sachwerte investieren wird nicht reichen. So. Jetzt aber in einem Satz zusammengefasst. Erfolgreiche Menschen tun die Dinge, die für den Erfolg nötig sind, genauso ungern wie die Menschen, die nicht erfolgreich sind, mit einem einzigen Unterschied. Sie tun die Dinge trotzdem und das immer wieder, um erfolgreich zu bleiben. Egal ob du Arbeiter, Angestellter oder Unternehmer bist, du musst es jetzt tun. Du musst jetzt handeln. Willst du dein Vermögen nicht durch die Weltschuldentilgung 280 Millionen US-Dollar dahinschmilzen sehen? Wenn du über ein sechsstelliges Vermögen verfügst oder ein solches aufbauen möchtest, dann buche jetzt unser 15-minütiges Kennenlerngespräch. Wenn du immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, melde dich gerne bei unserem Newsletter auf www.zuvielbezahlt.de an und folge uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram. Ich verlinke dir das alles unten in der Videobeschreibung.
Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere auch gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Und über dein Feedback freuen wir uns natürlich auch. Pass weiterhin auf dein Geld auf und bleib vor allem gesund. Bis bald, dein Marco Reus.